Ja, schließt sich ein kleines. So, Tag Nummer 2. Ist da schon was? Seht ihr was? Ich sehe noch nichts, ne? Na gut. Eine schöne Uratmosphäre scheint ja schon mal drin zu sein. Aber riechen tut's ganz komisch. So, und die Vergleichspflänzchen. Ist noch nichts aufgegangen. Na gut, am Tag 2 war das natürlich auch krass, ne? Ja, jetzt ist der dritte Tag. Und seht ihr schon was? Jawohl, da ist schon was, ne? Und das ist der Ziermais. Mhm. Ziermais, Keimung 7 bis 14 Tage. Na gut, hier haben wir 3 Tage. Okay. Der Vergleichsziermais ist wo? Hier ist der Vergleichsziermais. Da ist noch gar nichts drin, ne? Auch nicht, auch nicht. Also, da funktioniert das im Direktvergleich. Einwandfrei. Ist denn noch irgendwo was gekommen? Kann man jetzt schlecht sehen, ne? Mal auspacken. Ja, mit so einer Voltzahl fahren wir übrigens, ne? Also, alles 3 hat schon gekeimt nach 3 Tagen. Wo war es gewesen? Da haben wir einen Namen. Das ist Bergbohnenkraut hier. Ja. Auf alle Fälle schön gekeimt aus dem Samen heraus. So, Bergbohnenkraut funktioniert. Das soll normalerweise erst 20 bis 25 Tage brauchen zur Keimung. Ha, hier haben wir es in 3 Tagen geschafft bei 6600 und ein paar Volt. Okay, das ist der Ziermais. Da habe ich eigentlich 3 Samen eingepflanzt. Einer davon ist schon gekommen. Mal gucken, ob die anderen 2 auch noch kommen wollen. Ja, Ziermais haben wir ja vorhin schon mal geguckt. Ne? 7 bis 14 Tage. Und die gelbe Tomate ist auch schon gekommen. Da haben wir sie. Die eigentlich auch 8 bis 14 Tage braucht. Im Normalfall. Ne?